Weltklasse. Da muss er ein bisschen aufholen. Oleg Wernjajew. Der Japaner Yusuke Saito. Hat es bei den Asian Games in die Mannschaft der japanischen Turner geschafft und dort auch den Titel gewonnen bei den Asien-Spielen. Yusuke Saito, 25 Jahre alt, aus Tokio. Das war ungewollt, großer Fehler. Da hat er schon den Schraubensalto, mit dem er den folgenden Salto vorbereitet hat, nicht sauber landen können. Und das ist wie beim Domino, wenn ein Steinchen fällt, dann fallen die anderen auch. Yusuke Saito wird es schwer haben, hier den größten Teil des Preisgeldes abräumen zu dürfen. Jetzt sehen wir es nochmal. Landet zugestreckt in den Knien. Und diese Bodenfläche seit knapp 2 Jahren im Einsatz. Hat 4.700 Federn unter dem Teppichboden, noch eine kleine Holzkonstruktion, 4.700 Federn. Die Turner sagen, dieser Boden würde gar nicht so sehr federn und sie nach oben katapultieren, sondern vor allem die Landungen vereinfachen. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was man von Federn erwarten würde. Aber es zeigt sich, dass gerade dann, und das wissen die Turner, dass sie sauber landen müssen, weil dieser Boden eben aufgrund seiner Federkraft nicht einmal den kleinsten Fehler verzeiht. Und wir können ja mal mit überlegen, was die Kampfrichter für diesen Sturz abziehen. Also wenn da eine 14 bei der Wertung vorne dran stehen würde, dann wäre er gut bedient, auch wenn diese Dreifachschraube natürlich unglaublich schwierig ist. Aber vermutlich wird er mit einer 13 vor dem Komma nach Hause gehen. Na, da waren die Kampfrichter am ersten Advent aber überhaupt nicht gnädig. 12,4, das hat nicht mal für die 13 vor dem Komma gereicht.